Endlich geht es wieder los. Im ersten Pflichtspiel der Saison ist der FCA im DFB-Pokal bei RB Leipzig zu Gast. Hinter dem Drittligisten aus Sachsen steckt das Unternehmen Red Bull und somit jede Menge Geld. Auf schnellstem Wege will der Konzern die Mannschaft in Liga 1 bringen. Der FCA darf also auf keinen Fall den Fehler machen und die Leipziger unterschätzen. Überall, wo Red Bull dahinter steckt, ist es halt immer nicht ganz so schlecht. Deswegen glaube ich auch, dass es eine ganz gute Mannschaft zu sein wird. Aber wir sind ja Bundesligist, wir spielen zwei Ligen höher und ja, das sollte man dann auch sehen. Oder so sollte sich das Ergebnis auf jeden Fall widerspiegeln. Aber natürlich wird es keine leichte Aufgabe und ich glaube, das ist mit das schwerste Los, was man in der ersten Runde treffen kann. Wir wissen allerdings, dass das ist ein sehr, sehr schwieriges Los auf jeden Fall in der ersten Runde ist, dass Red Bull eine sehr, sehr starke Mannschaft hat für die dritte Liga und dass wir da alles abrufen müssen. Ansonsten wird es ja sehr, sehr schwer für uns. Auch Trainer Markus Weinzierl hat Respekt vor Rasenballsport Leipzig, die mit einem Sieg und einem Remis gut in die Drittligasaison gestartet sind. Wir wissen, dass natürlich mit Red Bull Leipzig oder Rasenball Leipzig uns ein sehr schwerer Gegner erwartet, die nicht mit einem normalen Drittligisten gleichzusetzen sind. Sie haben hervorragende Bedingungen, haben dementsprechend auch gute Einzelspieler, haben im letzten Jahr, glaube ich, nur ein Spiel oder kein Spiel verloren und sind mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet. Also es wird für uns eine sehr, sehr schwere Aufgabe, auf das sind wir vorbereitet. Wir wissen, dass ein Drittligist jederzeit einen Erstligisten ärgern kann und das darf uns einfach nicht passieren. Nach der Verletzung von Stammkeeper Manninger stellt sich die große Frage, wer wird im Pokal das Tor hüten? Weinzierl bleibt bei dem Thema ganz locker. Ja, im Tor steht Amsif oder Hitz. Bitte. Sind beide gut. Manninger ist verletzt, von daher fällt er raus, der auch gut ist. Und beide haben verschiedene Vor- und Nachteile natürlich oder Dinge, wo sie verbessern können. Aber beide sind in der Bilanz gut. Und das Problem ist, dass leider nur einer spielen darf. In der letzten Saison war für den FCA im Achtelfinale gegen die Bayern Schluss im Pokal. Und auch diesmal will Weinzierl weit kommen. Gegen Leipzig müssen sich die Augsburger aber erst einmal den Einzug in Runde 2 erkämpfen.